Okay. Ich mache weiter mit den Kundalini-Versen. Ich war bei Vers 10 und 11 angekommen. Den 10. und 11. Vers lese ich kurz vor, um wieder reinzukommen. Und dann geht es weiter mit 12. Über ihm leuchtet die schlafende Kundalini. Sie ist fein wie eine Lotusstängelfaser. Sie gilt als die Weltverwirrerin, auch Maya genannt. Friedlich zahm bedeckt sie mit ihrem Maul die Brahma-Dvara-Mündung. Wie die Spirale einer Muschelschale windet sich ihr leuchtender, schlangenförmiger Leib 3,5 Mal um den Shiva, dem Wasser der Shiva-Linga. Und ihr Glanz ist so heftig wie das grelle Aufzucken eines frischen, gewaltigen Blitzes. Ihr lieblich raunendes Geflüster klingt wie das unbestimmbare Summen eines liebestrunkenen Bienenschwarmes. Also, wenn die das wissen wollen, nur. Im Sanskrit, Prakrit und den übrigen Sprachen erzeugen sie wohlklingende Poesie, Banda und alle anderen Werke in Prosa- oder Versform, in Stufenfolge oder sonst wie. Sie erhält am Leben alle Wesen der Welt vermittels des Ein- und Ausrauchs und leuchtet in der Höhle der Wurzel des Mula-Lotus wie eine Kette funkelnder Lichter. So, ich mache direkt weiter mit dem nächsten Vers. In seinem Innern regiert die vorherrschende Para, die Shri Parameshwari, die Erweckerin der ewigen Weisheit. Sie gilt als die allermächtige, nee, Entschuldigung, sie gilt als die allmächtige Kala. Sie zeigt in schöpferischer Hinsicht ein erstaunliches Geschick und ist subtiler noch als das Subtilste. Sie repräsentiert das Behältnis für den aus der ewigen Wonne ununterbrochenen, ausfließenden Ambrosiastrom. Ihr Strahlenglanz erhellt dieses ganze Universum und diesen Riesenkessel. Ja? Also, in seinem Innern regiert die vorherrschende Para. Para ist ein Sanskrit-Wort, was für das Ganze oder das Größte, das Mächtigste steht. Die Shri Parameshwari ist in dem Fall, die Parameshwari ist die weibliche Form der persönlichen Gottheit. Also, Ishvara ist der persönliche Gott. Das werde ich später mal erklären, was es mit dem persönlichen und unpersönlichen auf sich hat. Aber es gibt Ishvara als die persönliche Gottheit. Und das wäre dann einmal männlich, und dann gibt es die Parameshwari, das ist die weibliche Seite. Also in dem Fall geht es um die Shakti, die ist weiblich, die Erweckerin der ewigen Weisheit. Sie gilt als die allmächtige Kala. Kala ist auch ein anderer Name für Zeit. Sie zeigt in schöpferischer Hinsicht ein erstaunliches Geschick und ist subtiler noch als das Subtilste. Sie repräsentiert das Behältnis für den aus der ewigen Wonne ununterbrochen ausfließenden Ambrosiastrom. Ja? Also, es ist auch wiederum ein, wie soll ich das sagen, es ist ein Hinweis darauf, wie sich das anzufühlen hat. Ja, also, es ist die Glückseligkeit Ananda, also das Sanskrit-Wort Ananda, was die Glückseligkeit repräsentiert, wird hier auch mit Ambrosia ja, gemeint. Ihr Strahlenglanz erhellt dieses ganze Universum und diesen Riesenkessel. Ja. Also zum einen der Kessel, das ist jetzt in dem Fall der Körper, weil der Kessel ist ja das Behältnis für diesen Ambrosiastrom. Und darüber hinaus ist sie auch die Urkraft des Universums. Wir nähern uns jetzt langsam dem ersten Chakra. Naja, wir sind beim ersten Chakra. Zack. Ja, wir sind jetzt gerade hier beim ersten Chakra angekommen. Und ich lese vor, Vers 13. Wenn ein Mensch über die im Innern des Mula-Chakra mit 10-Millionenfachem Sonnenglanz leuchtende in dieser Weise seine Betrachtungen anstellt, wird er zum Sprachbeherrscher, zum königlichen Menschen und Adepten in allen Wissenschaften. Er befreit sich für immer von allem krankheitlichen Übel und seine innerste Geistseele frohlockt in übergroßer Freude. Fleckenlos im Gemüt steht er den höchsten Devas, das sind Geister, mit seinen tiefsinnigen und wohlklingenden Worten zu Diensten. Ich denke, das muss ich jetzt nicht weiter noch interpretieren. Ich will weiterziehen, damit wir die Verse hier durchkriegen. So, es gibt, also Vers 14, Entschuldigung. Es gibt noch einen im Innern der Shushumna untergebrachten weiteren Lotus an der Genitalwurzel von schöner scharlachroter Farbe. Auf den 6 Blütenblättern finden wir die blitzartig leuchtenden Buchstaben Ba bis Purandara. Mit dem darüber getüpfelten Bindu. So, also gibt es da wahrscheinlich noch ein weiteres Zentrum. Ich muss jetzt in den Kommentar reingehen, weil das übersteigt jetzt auch mein Wissen. Es gibt noch einen im Innern des Sushumna untergebrachten weiteren Lotus. So, der Kommentar schreibt dazu: Nach der Schilderung des Muladhara beschreibt er nun,
mit diesem Vers beginnend das Svadhisthana Chakra in 5 Versen. Okay, Entschuldigung, jetzt haben wir es wieder. Das ist also schon die Beschreibung des nächsten Chakras. Ich dachte, was meint er denn jetzt hier? Okay, mein Fehler, Entschuldigung. So, Vers 15. Noch Zeit? Ja. Vers 15. In seinem Innern liegt die halbmondförmige, weiße, leuchtende Wasserregion Varuna. Und in dieser wieder finden wir auf einem Makara reitend das Bija Vam, makellos und bleich wie der Herbstmond. In seinem Innern bezieht sich auf das Chakra, liegt der halbmondförmige, weiße, oder liegt die halbmondförmige, ja, weiße, leuchtende Wasserregion. Ja. Und in dieser wieder finden, also wiederum, in dieser Wasserregion finden wir auf einem Makara, das ist so ein Fabelwesen, ein Mischung aus Krokodil und Delfin, irgendwie sowas in der Art, finden wir auf einem Makara reitend das Bija Vam. Vam ist in dem Fall eine Schwingung und Bija bedeutet Keimsilbe. Indem man beispielsweise die Keimsilbe Vam innerlich nachschwingt, bringt man dieses Chakra in Resonanz. Es ist eine Möglichkeit, es zu erwecken über das Mantra-Yoga. In dem Fall wäre das Vam. Das fängt dann also dann so Lam, Vam, Yam, Ram, Ham. Also, ne, das geht dann auch immer weiter hoch. Hier haben wir dann Om. So. Okay, ich gehe weiter. Vers 16. Möge der in seinem Innern befindliche und der Vollkraft erster Jugendfrische sich erfreuende Hari, ein anderer Name für Shiva, dessen Körper man im strahlenden und vollendet schönen Blau erkennen kann, möge der Gelbgewandte, die Shrivasta und den Kaustuba tragende vierarmige Hari uns beschützen. Okay. Das sind jetzt die Schutzgottheiten, die sich in diesem zweiten Chakra befinden. Ja, ob ich das jetzt weiter was dann? Ne, ich mache es mal weiter. Vers 17. Hier wohnt immer die Rakini. Rakini ist wiederum eine weibliche Gottheit, kann man in dem Fall nicht sagen, weil die hat noch ziemlich böse Züge. Also sie hat die Farbe des blauen Lotus. Ihre Körperschönheit wird noch gesteigert durch die emporgehobenen Arme, in denen sie verschiedene Waffen trägt. Sie ist in himmlische Gewänder gekleidet und mit Ornamenten verziert und ihr Gemüt ist vom Ambrosia-Trinken in verzückter Stimmung. Man muss dazu sagen, dass es auch exakt das Sexualzentrum ist. Ja. Vers 18. Wer über diesen fleckenlosen Lotus mit Namen Svadhisthana seine Betrachtungen anstellt, wird von all seinen Feinden, beispielsweise von Charakterfehler, Ahamkara und so weiter, augenblicklich befreit. Das muss ich dazu sagen. Der Charakterfehler, Ahamkara, das ist das Ego. Ahamkara steht für Ego. Ego ist Illusion und wird hier als Charakterfehler bezeichnet. Ja. Also, wer über diesen fleckenlosen Lotus mit Namen Svadhisthana seine Betrachtungen anstellt, wird von all seinen Feinden, beispielsweise vom Charakterfehler Ahamkara, in dem Fall bezieht sich Feinde auch auf die Feinde in uns selbst, Ego und so weiter, augenblicklich befreit. Er wird zum Herrn unter den Yogis und wie die erleuchtende Sonne vertreibt er die undurchdringliche Finsternis der Unwissenheit. In wohldurchdachten Redestrom fließen seine nektargleichen Worte in Prosa und Vers. Also es bezieht sich darauf, dass Menschen, die dieses Chakra und das untere Chakra eröffnet haben, sich sehr gut formulieren können. Das wäre Svadhisthana Chakra. So, wir sehen also hier unten, das ist dieses Fabelwesen, von dem ich eben gesprochen habe. Hier ist die halbmondförmige Region und hier ist das Bija, also dieser Buchstabe hier, das Vam. Und in der Mitte sehen wir die Sushumna Nadi in ihrer Dreifältigkeit und hier oben die zwei Schutzgottheiten. Hier die 6 Blütenblätter an der Außenseite, die jeweils mit Buchstaben behaftet sind. Und mitten durch dieses Chakra geht also, wie gesagt, diese Sushumna Nadi. Und ich werde da nachher noch was zu sagen. Das hat auch was mit dem Atem zu tun, der da durchgeleitet werden soll. Okay, wir haben den zweiten Abschnitt geschafft, der Verse. Dann kommt hier nochmal eine Zusammenfassung, die bringe ich nochmal schnell rein. Das Svadhisthana Chakra ist scharlachfarbig und hat sechs Blütenblätter. Auf den 6 Blütenblättern stehen die 6 Buchstaben Ba, Ba, Ma, Ya, Ra und La mit dem Bindo drüber. Sie haben eine aufblitzende Farbwirkung. In der Fruchthülle dieses Lotus finden wir die Wasserregion in der Gestalt eines 8-blättrigen Lotus mit einem Halbmond im Zentrum. Diese Sphäre ist weiß. In dieser weißen Sphäre ist das Varuna Bija Vam. Es reitet auf eine Makara. Es hat eine Schlinge in der Hand im Schoße des Letzteren, in Klammern im Hohlraum des Bindu befindet sich, der auf dem Garuda reitende Vishnu.
Er hat vier Hände und trägt die Shankar, in Klammern Muschelschale, den Chakra, in Klammern Diskus, das Gada, in Klammern Zepter und den Padma.